Hallo und herzlich willkommen bei Evil Gaming TV. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und wir beginnen gleich nach dem Intro. Moin, willkommen zurück zu Cattle and Crops Folge Nummer 7. In der letzten Folge haben wir das zweite Feld angefangen, vom Helfer ernten zu lassen und haben unsere ersten Rinder geholt und mussten leider feststellen, dass sich unser Trecker festgefahren hat, unser Helfer, und den werden wir heute mal versuchen zu befreien auf jeden Fall und uns einen kleinen Trecker holen zum Unterstützen. Ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, das ist nicht gut. Wie macht man das jetzt? Was kostet das, wenn wir uns den leihen? 1800. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wenn wir uns den hier mieten. Du bleibst erstmal hier stehen. Da ist er. Sieht auch schick aus. Das könnte ja unser nächstes Ziel sein, uns so einen zu kaufen. Was haltet ihr denn davon? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, was ihr meint, ob wir uns so einen holen sollen oder ob wir lieber auf ein Deutz Fahr sparen sollten oder vielleicht sogar erstmal auf das Update warten sollten und gucken, ob da noch was Schickes kommt. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten werden wir... Ja, erstmal mit dem den anderen Trecker jetzt da rausziehen. Und den da erstmal rausfahren, weil mich... Stehen bleiben. Nervt dieses Bild da oben mit Entladen. So. Aber ich muss hier nochmal schnell... Ach ne, ihr seid bei Futter. Da ist Futter drin. Ja, ihr bleibt erstmal so, wie ihr seid. Ziehen wir erstmal den da hinten raus. Oder schieben ihn vielmehr raus. Leider gibt es ja noch keine Abschleppstangen. Ziemlich träge. Ich glaube, der 49 Axion ist, glaube ich, mit der Größe von den Nummern. Ich glaube, da kommt schon als nächstes der Celeron. Oh, hoffentlich gibt es den auch hier. Da freue ich mich schon richtig drauf. Den Monster-Traktor. Jo. Die Hilfe kommt. Wow, lag. Ich glaube, das sollten wir lieber lassen mit dem mit den rundum leuchten erstmal. Wow. Drift. Ah, jetzt kommt hier mal ein richtiger Traktor. Wie schön, dass Räder keine Kollision haben. Euer Ernst?
Wow. Der. Was ist das? Der hat sich mal komplett festgefahren. Alter Schwede. Der liegt ja komplett auf. Wo muss ich nochmal Screenshot? Na komm. Na? Na komm. Schaffst es. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber. Heieieiei. Fährt der Große sich wieder rutsch. Hier auch so fest. Der steckt das besser weg. Das war gerade übel. Aber ich hab's ja in den vorigen Folgen prophezeit, dass ich bei diesem Feld schon im Singleplayer so extrem Probleme hatte. Also im Offstream. Spielstand. Naja. Irgendwie habe ich es geahnt. Dann würde ich mal hier an der Seite parken. Da kommt er hier rum. Eieiei. Das wird ein richtiger Schlammschlag. Oha. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich noch einen Anhänger dazu hole und mit abfahre. Ja, komm. Wir holen uns noch einen Anhänger dazu und fahren mit ab, sonst hat das keinen Sinn. Hof ist dicht da dran. Den bieten wir auch einfach nur für einen Tag, das reicht. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so quälen. Auf jeden Fall ziemlich übel. Ich weiß auch nicht, ob das was damit zu tun hat mit den Fertigkeiten von den Helfern. Die haben ja Fahrverhalten und sowas
da Punkte drin. Das schaffe ich. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie sich dann leichter festfahren und sowas. Müsste man mal beobachten, ob sich der andere Helfer auch festfährt. Eigentlich wollte ich noch mehr Kühe holen. Ach verdammt, ich habe den nicht hierher geholt. Fail. Ich glaube, das fällt hier neben, hier links, das ist auch so mega schlammig. Stehen auch manchmal überall die Pfützen drauf und auf denen hier. Das muss man sich genau überlegen, ob man die Felder holt oder nicht. Boah, auf jeden Fall will ich mir gleich die. Also als nächstes das Feld hier rechts neben uns holen. Das ist schön groß. Und ist dicht an der Biogasanlage dran. Aber nicht so einen weiten Fahrweg. Oh. Autsch. Na, sieh zu. Als ob der Trecker schneller ist als du PKW. Landstraße. Danke. Da ist er ja, unser Anhänger. Wie nervt mich das, dass ich das falsch angeklickt habe. Aber ich habe da gerade noch einen Anhängerkupplung gesehen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Zugmodell, oder? Ja, verdammt. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht später mal als Mod. Ich bin hier. Glaube ich kurz ab. Wenn es die Möglichkeit irgendwann gibt, wird das hier erstmal zum Weg gemacht hier vorne. Kommt hier ein Feldweg hin. Schön hier lang, zwischen die Bäume durch und hier rauf. Und die Möglichkeit wird es irgendwann geben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh, der erste Traktor ist fertig. Fährt er schon zur BG? Jetzt müssen wir rechts. Oh, die haben sogar Probleme, da oben raufzukommen. Puh. Er ist auch schon voll. Oha.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist echt übel. Ich komme. Hier haben wir jetzt verdient. 2000, das ist nicht gerade die Welt. Ja. Naja, quält sich auf jeden Fall nicht so. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Feld effektiver ist von der Ernte. Nicht runterholen. Ah, da kommt der Helfer schon wieder. Und speichern. Doch, eine Bahn ist fast mit einem halben Anhänger voll. Okay, wäre ich erst, bin ich dann. Na, jetzt fange ich auch ein bisschen an einzusacken. Man sieht doch, dass er ein bisschen Schlupf hat. So vom Verhalten noch weit vom Festfahren entfernt. Aber früher später wahrscheinlich auch die Großen umsteigen müssen. Vielleicht kommt ja auch schon mit dem großen Korn-Update das Reifenmanagement. Das wäre natürlich auch schon geil. Die Zwillingsreifen. Oder sogar Drillingsreifen. Gibt es ja eigentlich auch in der Landwirtschaft. Sollten die Kleinen auch auf so ein Feld besser fahren, wenn du einen vernünftig Zwillingsbereifung drauf hast und die auch so erkannt werden und nicht einfach nur wie meine, die ich gemacht habe, quasi kopiert werden. Die haben ja noch in dem Sinne nicht so eine Funktion, wie als wenn sie tatsächlich Zwillingsreifen haben. Hat ja bis jetzt so optische Hintergründe, sag ich mal. Dann echt schon mehr bringen, wenn die Dinger dann richtig fette Terra-Bereifen oder so haben. Boah, Kettenantriebe wären auch geil. So. Dann sind wir jetzt voll. Mal die Ladung mal weg. Dann ist auch schon die nächste Folge wieder fast vorbei.
Das geht echt sehr schnell. Wenn ich alleine spiele, kommt mir das immer so vor, als wenn ich 2 Stunden gespielt habe und jetzt rast die Zeit ohne Ende. Ah, schaffen wir doch, den schnell leer zu machen. Nur ziehen wir halt ein paar Minuten. Hier kommt auch ein kleiner Weg. Definitiv. Und es wird Nacht. Oha. Nacht und matschig. Das wird ja was in der nächsten Folge. Das wird ja was. Was mich nochmal interessieren würde, ob man das Feld irgendwie trockener kriegt. Weil ich glaube, es hat gar nicht so einen hohen Feuchtigkeitswert gehabt eigentlich. So, entladen. Kann eigentlich nochmal gucken, wie hoch der Feuchtigkeitswert ist. Es geht eigentlich. Ist gar nicht so viel, finde ich. Okay, 57% Feuchtigkeit oben. Ist schon einiges. Naja, mit diesem Feld. Perfekte Abmoderation, natürlich erstmal gleich einen fetten Fail drin. Naja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann von euch mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Und bis dahin, ciao!